So, zwei Sommerrollen und ein Joghurt später geht's auch endlich weiter. Willkommen zurück bei Genshin Impact Version 2.0. Aufträge erledigen, Sachen, Personen beklauen, Kram machen. Einen wunderschönen guten Tag auch natürlich an die Leute, die noch immer im Stream sind und mich fröhlich munter begleiten. Und gelegentlich mal ihren Senf dazugeben. Die letzte Folge endete ja sehr, sehr fröhlich mit dem Drop, mit einem 5-Sterne-Drop. Oh, Moment. Okay. Tschüss. Wollte nicht mit ihr reden. Wollte das hier untersuchen. Ich sagte, ich will keine Konversation finden, sondern ich will Sachen looten, Leute ausrauben. Das ist meine Mission. Aber gut, reden wir mal mit den netten Damen hier. According to the letter, this should be the place. Sorry, we don't serve the general public. I'm afraid you'll have to leave. Aber warte einen Moment, wir haben einen Auftrag. We're not the general public. Well then, you must be a couple of wandering outlanders that snuck into the nation, judging by your attire. Are our clothes really so... what Paimon means to say is... Wir haben den Passierschein A38, hier bitte. The Yashiro Commission's seal. This must be from Mr. Toma. It seems there's more to you than meets the eye. In which case, welcome to the Komore Tea House, a safe haven for the Yashiro Commission. Well, that sounds more like it. Und jetzt? Achso, jetzt dürfen wir endlich rein. Dankeschön, du Türsteherin. Frage mich, ob du... Was passiert wäre, wenn wir nicht kooperativ gewesen wären? Hätte sie uns dann irgendwie verprügelt oder so? Haben schon viele versucht. Sind kläglich gescheitert. Hinterm Tresen. Oh, Paimon doesn't see him anywhere. Do you think he forgot his promise to meet us? Who forgot their promise? I was beginning to think you'd forgotten about me. What? Is that dog talking to us? Natürlich. Relax. No need to look so surprised. I take it this is the first time you've seen me in this form? The fuck? Huh. So you didn't see anything like this when you were in Liyue Harbor? Ah, now that you mention it, this does suddenly seem less out of the ordinary. Beth? All right. I've had my fun. Hey, you're this close to getting an ugly nickname, mister. Ja, bitte. Well, I've had some time to kill, given that I've been waiting here for you for so long, as was the case in Rito. So I came up with this little fun greeting for when you arrived. But in all seriousness, I would like to apologize about that little test you went through earlier. Though it was quite necessary. It helped us determine whether or not to bring you before Miss Kamisato, and whether you had the courage to face the lightning alongside us. Don't think that Paimon's gonna forgive you just because you're getting all serious now. Sorry, did I overdo it? My apologies. Ja, okay. Haben wir den Test bestanden? Haben wir? Das wäre super, denn ich habe nämlich keinen Bock auf weitere Tests. Let me just say this. You've often found yourself skirting the rules from the very beginning, haven't you? Naturally, this is due to your unwavering and resolute determination. A long time ago, we had a friend who was much the same. But when the lightning struck... Kazuas Freund? Ah, so you've heard of his story. His light still burns all the more brightly. Yes, of course. I will bring you to the Kamisato residence where the Yashiro Commission is located. But before that, there is one other place I was hoping you both would accompany me to. Oh? Where? I would like you to come with me to the Statue of the Omnipresent God. It's still under construction now, but you can already see it from practically anywhere on Narukami Island.
Das erinnert mich so ein bisschen an die eine Futurama-Folge, in der Bender sich eine Figur aufstellen lässt, in der er... oh, das sieht aber echt schön aus hier. Damit sie ihn als Gott nicht vergessen. Und dann speit er mal Feuer und ruft dann mal: Vergesst mich nie! Puh. Vergesst mich nie! Puh. Und das Ding war halt eben auch so groß, dass man es einfach von überall aus sehen konnte. Aha! Eine wertvolle Truhe. Oh, und ein bisschen Kleingeld. Moment. Okay, sonst ist hier nichts mehr. Aber, was ich noch eben schnell machen könnte, fällt mir gerade so auf. Wir haben ja... Genau, Ayaka bekommen. Die stufen wir mal eben ganz kurz hoch. Damit wir... Oh toll, für die haben wir noch nicht die nötigen Gegenstände. Damit wir diesen Kristall zum zum Ziehen bekommen. Aber leider gibt es doch nichts. Oh nee, kommen wir nicht ran. Aber zumindest schon mal einen kleineren Schritt gemacht. Alles ist gut. Ich fühle mich jetzt gar nicht mehr so schlecht. So, wir müssen da nach oben. Natürlich müssen wir da nach oben. Wo sollten wir denn sonst hin? Wenn nicht zum höchsten Punkt der Stadt. Ich frage mich, ob dieser Weg hier wirklich immer der schnellste ist, der uns hier angezeigt wird. Oder ob das einfach nur so eine Routenfindung ist oder sowas, die uns sagt, so, ja, da könnte man langlaufen. Ui, aber richtig groß. Naja, also die Mondstadt ist auch nicht viel kleiner. Ich weiß aber auch ganz genau, was das bedeutet. Für uns. Oh, schade. Und zwar bedeutet das, dass wir auf ihren Rücken klettern. Toll. War irgendwie keine gute Idee, das so zu machen. Und es dann so ganz vorsichtig und nach nach oben tasten. Um einen guten Blick auf das Ganze hier zu bekommen. Auf die ganze Stadt. This area sure feels gloomy. People probably don't come here often, do they? Huh? Are Paimon's eyes playing tricks? Or are there things embedded in the statue? Visions. Visions? You mean all the visions that are collected from the Vision Hunt Decree are put into the statue? So you've already heard of the Vision Hunt Decree. Oh krass! Warum hat die das überhaupt gemacht? Before I try to explain, I should perhaps remind you first that Mondstadt is the city of freedom. And Leia is the city of contracts. Ach so, und das hier ist das Land der Unterdrückung, oder was? As for Inazuma, it's known as the nation of eternity. Ja, klar. The Raiden Shogun is both the nation's most powerful ruler and its deity. The eternity in question is her endless and unchanging will to rule over Inazuma. As such, she relies on the Tri-Commission to regulate the nation's affairs and the Sokoku Decree to limit the people's movement. The Shogun wishes to keep Inazuma in stasis, allowing the stream of time to flow from one end to the other without disturbing it for all time. Seems like every god has their own will. Of course, this is my own limited understanding. As for the reason behind the recent Vision Hunt Decree, perhaps the Shogun believes that visions grant people the power to change, and that her eternity doesn't allow for such instability to exist. Whatever the case, the fact is that the Raiden Shogun has dispatched the Tenryo Commission to scour the nation for visions, embedding each one in this statue. And this statue of the omnipresent god can be seen as Inazuma's symbol of eternity. But if that's the case, wouldn't you say that the Raiden Shogun is being, oh, I don't know, selfish? Only outlanders such as yourselves would ever dare speak out so directly against the Raiden Shogun. Ja, sei mal froh, dass keine Polizei in der Nähe ist, Paimon. And yet, I agree. The Vision Hunt Decree is something that simply should not exist. And Miss Kamisato has been committed to fighting it since the day it was announced. Huh? Hey, are you okay? You look like
Ich hatte einen Lag, sorry. Sound? What sound? I didn't hear anything. Did something happen? Yeah, you touched the statue and then what? Ich konnte den Klang des Strebens der Menschen hören. Aspirations? That would seem to confirm the saying. Have you heard it before? That when a person's ambition reaches a certain strength, the gods look upon them with favor. That is where visions come from. In other words, a person's vision represents their ambition. So if what you just said is true, then the ambitions of these people are stronger than I imagined. Für das Streben und nicht für Macht stehen die Dinger, verstehe. Alright, time for the next stop on our tour of Narukami Island, the Kamisato Residence. Finally! Aber vorher werde ich erstmal diese Statue erklimmen. Vielleicht ist hier auch irgendwo eine Kiste? Nee. Wer soll mich hier da schon aufhalten? Mir irgendwie mehr davon versprochen, aber wir sind ja noch nicht oben. Wir haben da ja noch ein kleines Stück. Ja, gleich. Nicht mehr weit. So, das ist doch mal ein herrlicher Blick in die Ferne. Aber wir können ja von hier aus wirklich hier, da auf der Seite ist Liyue und da in die Richtung ist Mondstadt. So weit weg ist dieses Gebiet ja gar nicht. Da hätte ja auch hier, wie heißt der? Keija hätte hier auch sicherlich zu Fuß hinkommen können. Wir wissen alle, worauf das hinauslaufen würde. Denk da an diese Insel, auf die wir rübergewandert sind, indem wir die ganze Zeit das Eis vor unserer Nase einfrieren lassen haben. Aber schaut mal, da hinten haben wir noch einen Aussichtspunkt. Nop. Schön. Und da drüben haben wir noch einen Teleportpunkt. Den wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Und mit da drüben meine ich hier unten. Jeha. Schön. Moment. Muss ich doch wieder da runter. Aber wo schiebt der uns denn die ganze Zeit durch die Gegend, der Typ? Kann ja wohl nicht angehen. Nein, das ist keine Gotteslästerung, Baloo. Das hast du völlig missverstanden. Das war eine gewisse Art der Zuneigung. Someone needs assistance. Wo, die Frage, was ist denn das hier eigentlich? Sag mal, wo schiebt der uns denn hin? Ach so, ja. Ja, gut. Dann so. Ja, mal sagen. Gehen hier einfach diesen Weg rum. Warum soll ich es mir so schwer machen? Ich teleportiere mich hier einfach drüben hin. Ja, wollte ich gar nicht. So, teleportieren. Und dann laufen wir da einfach entlang. Hallo? Warum soll ich mir hier so den Weg unnötig schwer machen? Sehe ich ja nicht ein. Nein. Oh, wer fragt mich denn da an? Sushi. Wer ist Sushi? Kenne ich nicht. Ich habe kein Sushi. Ja doch. Ist ein Sushi in der Freundesliste? Nein, ich habe kein Sushi in der Freundesliste. Der will sich sicherlich hier nur reingraben. Und meine ganzen tollen Gegenstände und so weiter klauen. Eine Kiste oder so? Irgendwas, was sie bewachen? Nö, dann ist es uninteressant. So, diese Richtung. Den Trampelpfad entlang. So, alles andere ist mir egal. Mir geht es vor allem darum, wenn hier irgendwas ist,
Ja, das ist voll nervig irgendwie. Hallo, Freunde! Oh shit, ich wollte dich gar nicht. Dich wollte ich. Hallo? So, erstmal dich zur Strecke bringen, alles zur Strecke bringen, alles kaputt machen. Was nur geht. Damit wir an diese wunderschöne Kiste kommen. Tata, meine Kiste, meine Gegenstände, mein Loot. Mein Loot. Loot for the Loot God. Was hat das denn jetzt zu bedeuten? Was ist das hier für eine Bedeutung? Ein Relaisstein. An einigen Orten befinden sich diese mysteriösen Vorrichtungen, Entladungssteine und Aufladungssteine. Der erstere entlädt harmlosen Strom auf Figuren oder Monster, die von Elektrokraft betroffen sind, während der letztere den von Entladungssteinen entladenen Strom absorbiert. Manchmal gibt es auch Relaissteine, die von Entladungssteinen abgegebenen Strom leiten können. Gemäß dem feinen Unterschied auf den Aufladungssteinen gibt es auch Unterschiede in der Strommenge, die sie benötigen. Ah. Okay. Ist der Kram jetzt hier bei mir im... Achso, nee, ich hab's gerade gesehen. So, jetzt habe ich die scheinbar aufgeladen, vermutlich. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Verwirrung. Bin mir noch nicht so ganz sicher, was das hier zu bedeuten hat. Muss die stationären Kristalle mit den mobilen verbinden. Ach so. Okay, ja dann, Moment. Aha, danke für den Hinweis. So, jetzt bin ich schon mal ein Stückchen weit, jetzt bin ich schon ein richtiger Profi geworden, würde ich sagen. Was ist das da jetzt schon wieder? Auch wieder irgendwas Komisches, Neues. Okay, das brauche ich gar nicht erst. Ding hat 3. Musste das so? Ah, alles klar. Hierhinter steckt da auch noch so ein Teil. Ach shit. Nee, warte mal. Ach so, warte mal. 1, 2. Drei? Ah, nee. Dann muss hier die 2 hin. Nein. Und muss hier überall die 3 hin. Kann ja auch möglich sein. Moment, machen wir hier einmal die 3.
Und hier auch nochmal die 3. Nee, das setzt sich zurück. Jetzt ist... Nee, das setzt sich nicht zurück. Je nachdem, wie ich die haue, ändern die hier ebenfalls ihre Position. So, jetzt sind das hier 2. Habe ich hier einmal drauf. Jetzt ist da einer. Habe ich hier einmal drauf. Aha. Aha. So geht das hier. Es ist schon wieder passiert. Ich will eigentlich nur den Weg entlang laufen und mache hier schon wieder ganz komische Dinge. Ach, die Fahrtwege sind hier auch. Ach nö. Das ist nicht auf dem Weg. Ach nö. Ich muss da oben hin. Ganz einfache Geschichte. Okay, jetzt haben sie mich gesehen. Jetzt können wir auch weitermachen. Was sagst du jetzt noch mit? Ich kann nicht weglaufen. Hup. Leave it all to me. Don't be a killjoy. We've only just met. Get it together. Okay. Ach Mensch, der Wasserdude heilt schon wieder. Ich hasse diese Wasserdudes. Ja, das scheiß heile Geschichte. Na komm. Na, aus damit jetzt hier. Aber ganz gewaltig aufhören. Auch ich hasse es, wenn diese Viecher anfangen zu heilen. Sowas mag ich überhaupt nicht. So, hinfort mit dir. Nummer 1. Ja, sicher ist das schlecht, aber gewaltig schlecht ist das für dich, Kollege. Ja, ist schon klar. Aber nein, ich bin hier gerade erst angekommen. Ich will noch ein klein wenig alleine hier versuchen rumzugeistern. Also von daher alles gut. Dafür seid ihr ja auch im Chat unterwegs. Da könnt ihr mich zumindest mit guten Ratschlägen unterstützen. Das reicht mir auch. Also das hilft mir auch ungemein. Darum. Also glaubt nicht, dass ich eure Hilfe nicht gerne annehme. Aber noch bin ich hier auf ein bisschen einsamer Wolfjagd hier gedöns. So, erstmal muss ich da irgendwie hochkommen. Hier oben nämlich noch dieser... der eine Teleportpunkt ist. Aber Baloo, das weiß ich doch. Wir waren ja schon öfter unterwegs. So, und jetzt kommt das größte aller Probleme. Kisten, Kisten. Noch mehr Fatui mit noch mehr Kisten. Ich will doch eigentlich einfach nur... Moment. Eigentlich will ich ja einfach nur weiterziehen. Um so ein bisschen die Quest weiterzumachen. Aber es lockt mich wieder alles.
Es lockt mich einfach alles überall von dem geraden Weg weg. Ich sehe da hinten schon wieder Kisten. Überall sind Kisten. Und ach, fuck, diese, diese Elektro-Loco-Lust-Dinger. Und das gute Ding hier. So, zumindest schon mal einmal aktivieren. Man muss das ja nicht direkt nehmen. Krass, aber was haben wir denn hier? Ah, wir bekommen hier Sachen für Aufwertung, wie immer. Ne, wollen wir nicht rein. Uns reicht ja, dass wir hier diesen Teleportpunkt haben. Das ist ja auch schon mal sehr, sehr gut. Aber hier ist ja noch irgendwas. Moment. So, der eine bringt alle drei zum Rotieren. Der bringt die drei zum Rotieren, alles klar. Schauen wir mal ganz kurz. Nein. Und ich wette, der bringt die äußeren. Nee, der macht das ebenfalls so. Wir kriegen das noch hin. Das ist eigentlich relativ simpel, das Rätsel. So. Eins. Jetzt hau ich da drauf. Jetzt sind sie alle in die Richtung. Aha. So geht das. Das Ding ist sicherlich irgendwo ganz weit oben oder so. Oh oh, die Wölfe kommen auch schon. Au. Was haben wir hier Schönes? Ach, nur wieder ein paar Fatui-Deppen. Was ist denn das hier? Eis und Feuer. Ich hab da so eine Idee. Oh, wait a moment. Ach, fuck, was ist... Muss mal ein bisschen aufpassen hier. So zum Beispiel. Das war... Nein! Das hat wehgetan. Moment mal. Das geht... Das kriegen wir nochmal einen schönen hin, glaube ich. Einmal ganz kurz überlegen. Das will ich. So, ich will auf jeden Fall als allererstes die Olle hier platt machen. So, und jetzt können wir ein bisschen Gas geben. Ich bin gleich bei dir, Usagi. Dauert nicht lang. So. Ich hab dich gesehen. Ich habe gesehen, dass du auch was geschrieben hast. Und ich werde es mir jetzt sofort durchlesen. So, was hast du denn geschrieben? Genau. Ankunft in Inazuma. Okay, erstmal Story machen. Oh, da glitzert's. Okay, Story machen. Oh, eine Kiste. Nein, erst Story machen. Oh, ein Rätsel. Ah, nein. Es ist echt genau so. Es ist genau so.
Und das ist jedes Mal genauso. Egal, wo es hingeht. Es ist sowas von... Es ist sowas von zum Mäusemelken. Das ist ein richtiges Genshin-Ding halt, ne? Also anders kann man das nicht ausdrücken. So, man will nur eben kurz einmal... Oh, der geht ja... Guck ich einfach. Was ist das denn? Das war irgendwie ein bisschen zu einfach. Sehr verwirrend. Ich habe jetzt irgendwie was Komplizierteres wartet. Noch hier aus wie Hilleschürz. Bin gleich einfach aus dem Off. Aus dem Boden gesprungen. Nichts? Ja. Denkt da vor allem hier an die Geokulos, wo man teilweise nur sehr schwer dran kam, wenn man kein die Abenteurerin oder den Abenteurer nicht mit Geomagie ausgestattet hatte und solche Sachen. Richtig nervig. Jo, da sind wir ja schon. Hat ja gar nicht so lange gedauert, hier anzukommen. Dann, ihr kennt es ja nicht anders von mir. Erstmal eine kurze Pause, neuen Kaffeevorrat ranholen und dann geht's weiter. Ach, Moment mal, hier ist noch irgendwas. Nö, ich muss hier überall so allen Daten jetzt wieder auf... Oh, mag ich über... Oh, ich kann sie hochstufen. Achso, könnte ich sowieso... Ich dachte, das wäre Dingens gewesen. Ayaka. Na, Ayaka eigentlich. Ja, da ist er doch. Nee, aber da fehlt mir immer noch Stuff. Ganz viel Stuff sogar. Okay, also wir sehen uns dann gleich erstmal wieder.